Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Abgeordnete Ape beantragt, den Verfassungsschutz abzuschaffen. Der Abgeordnete Ape, der sich mit rassistischen und gewaltpornografischen Aussagen in Internetchats beteiligt. Ein Abgeordneter, der von der Demokratie so weit entfernt ist wie die Sonne vom Mond, so weit, dass nicht einmal die AfD ihn in ihrer Mitte dulden kann. Ein Abgeordneter, der den ehemaligen Landeschef der Identitären in Mecklenburg-Vorpommern und stellvertretenden Bundesvorsitzenden dieser Organisation in seinem Landtagsbüro anstellt. Dieser Identitäre wird in Bund und Ländern als rechtsextremer Verdachtfall beobachtet und namentlich im Verfassungsschutzbericht des Innenministeriums genannt. Das, meine Damen und Herren, das ist die Intention des Abgeordneten Ape für seinen Antrag, den Verfassungsschutz abzuschaffen. Und ganz sicher nicht die Stärkung der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Und sehr geehrter Herr Abgeordneter, solange es Leute wie Sie gibt, brauchen wir einen starken Verfassungsschutz zum Schutze unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zum Schutze vor Verfassungsfeinden wie Sie. Der Antrag ist es nicht wert, weiter diskutiert zu werden. Er ist erstens lächerlich, zweitens beschämend und drittens abgelehnt.